Weiter geht's gegen Erzgebirge Aue. Nach der Pleite. Beziehungsweise nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das sagen wir jetzt einfach mal. Aber nach der Pleite ist nicht vor der Pleite, ganz im Gegenteil, das sollte jetzt nicht sein. Regensburg auf 7. Ist auch noch ein Gegner von uns. Eieiei. Jasula, nicht ganz so fit. Ich gebe mal die Pause. Dasselbe für Sandro Kaiser. Ich möchte mal bei Berowitz spielen lassen. Mal gucken, wie sich Tomaszewski jetzt auch mal auf dem Mittelfeld so macht. Burkchen Kunde erzielt 2 Tore. Dass da Angebote im Winter kommen werden, davon ist jetzt einfach mal auszugehen. Denn der entwickelt sich jetzt richtig klasse. Spielt jetzt zwar nur in der zweiten Mannschaft, kriegt aber halt die Spielpraxis, die er benötigt, um sich halt jetzt im Fokus anderer Vereine zu spielen. Und ja, mal abwarten, wie sich er neu entwickelt. Ob er vielleicht dann doch noch ein Mann für die erste werden kann, das mag ich zu bezweifeln, aber gucken wir mal, ne? Wir gucken jetzt auf jeden Fall uns Duisburg gegen Aue an, dass wir hier das Ding gewinnen. So, Aue darf, gilt jetzt 90 Minuten lang den Fokus drauf zu legen und Rajkovic verletzt sich. Das glaub ich jetzt nicht, ey. Wollmann kann ja links spielen, oh man. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt könnte wir ein Problem haben. Das Problem heißt, ja Gott, der Berowitz kann aber auf links spielen, das habe ich gerade, ja okay. Wollmann, ja okay, dann lassen wir es so, es passt so einigermaßen, okay. Rajkovic, Kapselriss, Knöchel, das könnten auch 1-2 Wochen sein, wenn nicht sogar mehr. Ich will das Beste hoffen, dass er schnell wieder fit wird. Die Leihgabe des Hamburger Sportvereins. Des Pokalsiegers. 2011, 2012 im FM. Und jetzt ist mal die erste riesige Chance da. Und jetzt schleicht sich das schon wieder ein, dass wir die 100%igen auslösen. Also auslassen. Das war schon gegen Lautern so. Und jetzt setzt sich das hier gegen Aue fort oder wie? Oder was? Es sieht ganz danach aus. Es geht so nicht. Die Dinger müssen rein. Nächste Torchance. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich mag sowas überhaupt nicht. Weil dann sowas passiert. 0:0 noch. Boiaiai. Aue sind eigentlich fest eingeplant, 3 Punkte. Nicht eigentlich sind. Die ist eigentlich einfach mal weglassen, immer in den Scheiß setzen. Das sind feste 3 Punkte, die wir auch brauchen. So, nächste Torchance. Wieder nicht drin. Ecke. Kann nicht sein. Muss rein. Boah, das gibt's doch nicht. Peperovic habe ich aus diesem Grund reingebracht, weil er gute Ecken eigentlich spielen kann. Eigentlich. Oh Mann. Naja. 10 Minuten noch bis zur Pause. Das bessere Team sind wir. Riesenchance in Duisburg. MSV Duisburg kontert über Tomaszewski. Ginczek mit der Riesenchance frei vor Mendel. Körpers auf Proschwitz. Dankeschön für die Erlösung. Nick Proschwitz macht das 1-0. Mann, das war aber überfällig, der Treffer. Das war aber sowas von überfällig. Gott, oh Gott, oh Gott. So, sollten wir wechseln, wenn ja, warum? Gibt es eigentlich keinen Grund dazu. Das Einzige, was ich machen kann, ist nur Prosch, ist hier einfach relativ alle zu loben. Beberovic, lange nicht mehr gespielt, aber dafür ein gutes Spiel gemacht. Um Leute zu motivieren. Nein, motivieren. Und das Team loben auf jeden Fall für die couragierte Leistung vom Tor. Sollte man sie eher abschlachten. Jasula wird mal nicht spielen. Wir werden nur Brosinski, Brandy, Sawaschki warm laufen lassen. Und Aue macht nichts. Aue spielt wie ein Absteiger. Eigentlich nicht zu spielen. Hat verunsichert. Zu wenig
Chancen, die sich rausspielen. Da war mal was. Srijambaljak. Ja, der ist Srijambaljak. Das wäre wohl was gewesen, aber 2-0 fällt. Daniel Adlung, dritter Treffer. Wunderbar. Diese Niederlage hat uns nicht aus der Bahn geworfen, diese unglückliche 1-0-Pleite von Betzenberg. Einfach mal ausgeblendet und einfach weitergespielt. Denn das Ziel ist der Aufstieg. Jetzt wechseln wir, denke ich, auch mal. Sahorski bringen wir rein. Und auch Sören Brandy kommt in die Partie für Proschwitz. Also diese Partie hat mir zumindest von der Spielanlage sehr, sehr gut gefallen, kann man nicht anders sagen. Bis auf die Chancenverwertung hat eigentlich alles sehr, sehr gut gestimmt. Und wenn wir jetzt noch die nächsten beiden Spiele 16 und 17 gewinnen, ist die Hinrunde erstmal rum. Ich glaube, dann gibt es natürlich noch zwei, drei Spiele, die wieder weiterlaufen. 18, 19 wird, glaube ich, wieder vor der Winterpause ausgetragen. Mendel hält hier nochmal den Ball von Brandy. Und ja, wenn wir hier jetzt noch eine kleine Serie hinlegen, dann sieht das doch wieder richtig gut in der Tabelle aus. Wer weiß, wo wir nach diesem Spieltag denn jetzt stehen. Vielleicht sind wir wieder ein hochgerückt. Man weiß es nicht. Wir werden es jetzt gleich sehen. Wenn hier der Abpfiff ertönt. 2-0 Sieg über Aue. Wunderbar. Das war die Pflichtaufgabe, die wir hier erfolgreich gelöst haben. Wenn wir gucken in die Ergebnisse rein. Lautern und Augsburg machen auch ihre Hausaufgaben. Augsburg deutlich 3-0 gegen Cottbus und Lautern auch sehr, sehr deutlich gegen Regensburg mit 4-1 gewonnen. 68 ist jetzt unser nächster Gegner. Wieder eine etwas schwerere Nummer. Für mich der absolute Aufstiegsfavorit in der Saison 2012-2013. Mit dem ganzen Neuzugang, die sie da geholt haben. Richtig gute Leute. Muss man doch sagen. Blanco, Stoppelkamp, Wojtkowiak. Das sind schon klasse Männer. Aber hier ist 68 nicht so ganz dabei. Hier sind wir ganz oben. Ah, nicht ganz oben. Wir stehen immer auf diesem komischen dritten Platz. Und Rajkovic fällt für 2 Wochen aus. Ja, die habe ich schon fest eingeplant. Und die bleiben auch. Und Sahorsch geht Integrationsprobleme. Das fällt immer sehr, sehr früh ein. Gott, oh Gott, Junge, Alter. So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal das hier raus. So, Hoffmann soll sich. Oh, Hoffmann und Panewitz waren. Ja, okay, dann können die ein bisschen weiter in Erholung. Beberovic wird an Flanken weiter üben. Adlung. Ja, auch an der Technik. Weil den Rest kann man so lassen, auf jeden Fall. Die haben wir manchmal nicht falsch nicht aufgestellt. Ja, Rajkovic. Sergej Karimov kommt zumindest mal wieder auf die Bank. Den zu spielen, jetzt spielen zu lassen. Das wäre ein gewisses Risiko, was wir hier eingehen. So bleibt aber unser Duo auf jeden Fall bestehen. Panewitz Hoffmann. Die beide etwas erschöpft sind. Was soll ich denn von Frauenfußball? Finde ich beides gut. Auch wenn es nicht so gemeint ist, die Frage. So, man ist mit dem bisherigen Leistung mehr als zufrieden. 68 heißt der nächste Gegner von der zweiten. Heißt der nächste Gegner Babelsberg. Die stehen da etwas weiter unten. Ja, Altona, viele Punkte geholt. Ah, klarer Aufstiegsfavorit, Altona. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr in der unteren Liga. Und deutlich verloren gegen Babelsberg. Eieiei. Hoppla, was ist denn da passiert? Auch das sollte die zweite schnell vergessen. Und 1860. Diesen Gegner werden wir hoffentlich bezwingen.
denn wir müssen weiter uns oben an die beiden anderen Clubs, Augsburg und Lautern, festbeißen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.